He's recharging his ultimate legacy. I'm hurt. I won't be able to dodge it. Adieu, last of the Kori-Odans. Erine, no, get away! Hello, brother. Erine. This wasn't the gift I was hoping for on my wedding day. That's all you have to say? I think I deserve more than this, considering all those years growing up together. Sister, I'm doing what must be done for the good of Zama. Now step aside. If you're planning to kill the king of Zama, then you'll have to kill the queen too. Erine, get back! Enzo, you should have remained in hiding. Zama will need you if I'm no longer here. For the best, when facing the worst. Have you forgotten? We promised each other after the Ngondo that we would face everything together. So get up and protect all of us like you swore you would. I am with you. Oh! Sie ist nicht bloß eine stolze Königin, sie ist auch offenbar sehr wehrhaft. For the best facing the worst, huh? Erine, you've made your choice. People of Zama, my path is the way of tears and blood. I'm ushering in a new era that's worth sacrificing anything for. Erine, whatever happens, continue to heal me. Okay. Sie ist also eine Heilerin. Enzo, he's going to attack. Ancient kings of Zama, my ancestors, lend me your aid in this battle. I'll give everything for our people. Enzo's overcharging his Aurion? I have to stabilize him. Ngarba! If I focus my Aurion, I might be able to go beyond my limits while manually increasing my AP. That's exactly what I thought, but there must be a price to pay in terms of your body. Be careful. It's not what's important right now. Okay, breaking limits in the Ultimate Legacy. Während einer aurionischen Aufladung gibt es Zeiten, in denen Enzo seine normalen Limits überschreiten kann. Das wird die Grenzen überschreiten genannt. Mensch, wer hätte das gedacht? An diesem Punkt erlebt Enzo eine Steigerung in seinen Fähigkeiten. Es gibt, wie auch immer, es gibt eine Schwelle, während der... Moment, ich muss kurz lesen. Das ist ein komischer Satz. Wie auch immer, es gibt eine Schwelle. Während dieser, wenn Enzo seine aurionische Aufladung vollführt, wird er immer mehr verletzt. Und sein HP-Level nimmt ab auf ein Minimum von 1. Na schön. Du musst aurionische Techniken benutzen. Musst so oft wie möglich aurionische Techniken benutzen, um die dritte, nämlich genannt das ultimative Erbe, freizuschalten. Für den Fall, dass es noch nicht freigeschaltet wurde, indem du das Spiel durchgespielt hast. Wenn das ultimative Erbe verfügbar ist, dann erscheint eine Anzeige unter Enzo, die seine Fähigkeit für das ultimative Erbe repräsentiert. Um diese Anzeige zu füllen, wird Enzo kämpfen müssen und seine aurionischen Skills benutzen müssen. Wenn die Anzeige voll ist, kannst du die ultimative Erbe-Attacke ausführen. Wie auch immer, es ist nur möglich, wenn du die benötigte Menge an AP hast. Eine Animation taucht auf, unter dem Namen der Technik wird auftauchen, wenn alle Bedingungen erfüllt sind. Na dann. Manually fill your AP and exceed your limits. I can heal you. Just use the combination from my menu, bottom right. Muss ich jetzt beide steuern? Okay. Wie genau mache ich das jetzt? Moment. Achso, LT und nach oben. Ah, so werde ich geheilt. Muss ich hier irgendwie zu ihr hingehen? Wie genau... Ich hab's noch nicht ganz gecheckt, sorry, aber... Wie genau kann ich jetzt geheilt werden? Ah, ich muss doch reintreten, okay. Alles klar. Na gut, er wird weiter auf uns draufschlagen, das wird sich jetzt nicht vermeiden lassen. So, jetzt sollten wir mal wieder weggehen. Bau schon mal auf, diesen Klumpen da. Ich hoffe, er hält sich jetzt nicht damit. Das wäre natürlich ungeil. Okay. So. Dann laden wir mal fröhlich. Wir stellen es schon mal her. Ach shit, das verschwindet wieder. Okay. Na dann. Heil mich. Jawohl. Da können wir ja eigentlich auch hier stehen bleiben, oder? Ist ja eigentlich Wurst, wo wir dann stehen. Er unterbricht uns halt immer ärgerlicherweise so ein bisschen. Ist das denn jetzt auch richtig, was ich tue? Ich glaube nicht, ne? Ich muss erst in den aurionischen Status übergehen. Lass mich mal durch hier. Ah. Der hat mir jetzt gerade irgendwie so ein bisschen versaut. So, jetzt sind wir wieder dabei. Okay. Ich glaube, da hätte ich schon eher reingehen müssen. This time I'll give it all I've got. You'll be sorry you ever attacked Zama. Come on, Enzo! Enzo may exceed his Aurion limits. I should be able to heal him if he loses too much health. Honor! Also dann. Ich muss noch weiterladen, oder? Habe ich das jetzt richtig verstanden? You're going to pay for what you've done. Was auch immer, ich habe es gerade nicht lesen können. So, was müssen wir denn drücken? So, wir haben wieder geheilt. Das ist eigentlich ganz praktisch, das ist echt nett in dem Kampf. Okay, wir müssen doch ein bisschen von ihm weg, damit wir diese Heilblase erstmal aufbauen können. Oh, komm schon, ernsthaft? Er ist ein bisschen kackbratzig, was das angeht. So, jetzt kriegen wir aber auch unsere Heilung. Okay, I'm going to stop your revolution right now! Jetzt bin ich, glaube ich, mit den Stimmen durcheinander gekommen. Das war doch eigentlich meine Stimme für den Schwager. Na gut, was soll's. So! Jetzt sprechen wir. Schau mal an, was wir an AP haben. Was schreit das? Sexy? Okay. Ich weiß noch nicht so richtig, wie wir unsere Fähigkeiten da halt auslösen können. Ah, okay. Gut, dann sollten wir wieder ein bisschen aufladen wahrscheinlich. Oh shit. Farhu Rapture. Oh. Das sah ungemütlich aus. Gut, uns geht's gut. Wir sind noch dabei. So, wir bleiben einfach mal stehen und nehmen das hin, wie Männer. So, jetzt haben wir ihm, glaube ich, gut eins verpasst gerade. So, Heilung ist auf dem Weg. Oh. Oh. Das sah interessant aus. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich hier drücke, um ehrlich zu sein. So. Jetzt sollte ich vielleicht mal wieder ein bisschen AP auffüllen. Oh, wir haben den Kampf gewonnen. Ich habe es gar nicht mitgekriegt gerade. Ich bin noch ein bisschen überlastet, was ja diesen Kampfmodus angeht. Da muss ich mich erst noch so ein bisschen reinpitzen. Also das ist mir noch nicht ganz klar, wie genau das jetzt funktioniert. Aber ich denke, das wird mit der Zeit schon werden. Für den Moment haben wir es also geschafft und haben den Schwager besiegt. Oder packt er noch etwas aus? Ich glaube noch nicht so richtig an den Sieg. Komm schon, der Löwe muss gewinnen. Jawohl! So wird das gemacht, Freunde. Ich muss sagen, unsere Frau, die ist eine sehr gute Hilfe. I think we've won. We did it. Now let's deal with... my body. I can't breathe anymore. Oh shit. Das fand dann wohl ein jähes Ende. Und wir wachen auf an einem Ort, den wir nicht kennen. Also zumindest wir kennen ihn nicht. Und Erine ist zumindest jetzt gerade nicht bei uns. Where am I? Erine! I don't know this place. It's not in Zama. What happened? Erine is outside. Okay, es ist also wirklich ein Ort, den wir nicht kennen. Yay, wir haben 420 Jotas gefunden. Das wird dann wohl unsere Währung hier sein. Na gut, dann sollten wir wohl mal herausfinden, wo wir hier sind. I won't find Erine going this way. Dann nehmen wir die andere Richtung. Figuil Jetty. Na hoch, was ist denn jetzt los? Irgendwie sind die Frames jetzt gerade richtig in den Keller gesackt. 4 Frames pro Sekunde? Ist das euer Ernst? Was ist denn jetzt los? Erine! Hallo? Spiel? You woke up. I'm so relieved. What happened? We're not at home anymore, Enzo. But we defeated Ngarba. Where are we? Ah, jetzt sind die Frames auch wieder da. Jetzt ist es wieder flüssig. Keine Ahnung, was das jetzt war. Nama will explain everything to you. Ju'u Nama? Where is she? She's downstairs. She seems to be in shock. I have to see Ju'u Nama to find out what has happened. Das klingt weniger gut, muss ich sagen. Aber ich nehme auch mal an, dass nichts Gutes passiert ist, wenn wir nicht mehr zu Hause sind. Okay, das ist was für Stamina und das auch. Okay, wunderbar. Nehmen wir gerne an uns. Wir nehmen alles mit, was uns irgendwie helfen kann. Wo können wir denn nach unten gelangen? Müssen wir springen? Achso, jetzt können wir wahrscheinlich durchs Haus den anderen Weg nehmen, oder? Geh mal bitte durch die Tür, dankeschön. So, schauen wir doch mal. Ja, jetzt können wir hier lang. Na gut, ich fürchte also, am Ende wird der Reno wohl doch gewonnen haben. Das Boot hinten sieht total knuffig aus. So, wo sind wir denn hier gelandet? Wisst ihr was? Diese Frage werden wir beim nächsten Mal beantworten. Und ich werde an dieser Stelle die Aufnahmesession mal beenden. Und wir werden beim nächsten Mal ein bisschen mehr aufklären, was denn hier eigentlich los ist, wie wir hierher gekommen sind und warum der Kampf Gottverdammt nochmal verloren gegangen zu sein scheint. Und warum Ju'u Nama jetzt doch wieder hier da ist und nicht geflohen ist. Aber wir haben ja schon festgestellt, das, was sie gesagt hat, war nicht unbedingt jetzt die Wahrheit gewesen. Sie war nicht so abweisend und gleichgültig, wie sie getan hat. Also wir schauen uns hier beim nächsten Mal ein bisschen mehr um. Ich muss sagen, der erste Eindruck von dem Spiel ist richtig gut. Also mir gefällt das wirklich. Das ist sehr schön gemacht. Und vor allen Dingen ist es halt wirklich mal was anderes. Es sind halt nicht die typischen europäischen Gemüter, die dahinter stecken. Oder westlichen Gemüter. Ich meine, europäisch-amerikanisch ist eh jetzt der gleiche Kulturraum irgendwo. Bei dem dann immer wieder die gleichen Geschichten rauskommen, die immer ein bisschen anders aufgewärmt sind. Sondern es ist halt wirklich mal ein anderer Kulturkreis. Und man merkt auch, dass da schon ein ganzes Stück andere Einflüsse drin stecken. Und ich bin echt gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Mir gefällt es bislang sehr gut. An das Kampfsystem muss ich mich natürlich erstmal ein bisschen gewöhnen. Aber das wird schon werden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann schauen wir uns hier näher um. Bis dahin macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Aurion.